Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Kollegin van Dinter hat ja immerhin freundlich applaudiert zu der Aufforderung nach einer freundlichen Enthaltung. Es ist nicht, obwohl es von Herrn Stein gesagt wurde, nicht alles falsch, was er gesagt hat. Zunächst mal, wir erleben hier wieder einmal das Spiel, was wir von der Piratenfraktion inzwischen gewohnt sind. Wir sollen ständig etwas begrüßen, kritisieren, bekennen, appellieren oder mit Abscheu zurückweisen. Dieser Antrag gehört wieder in diese Kategorie. Grundsätzlich haben wir eine große Einigkeit darüber, dass Verschlüsselung wichtig ist, gerade im digitalen Zeitalter wichtig ist. Wir Grüne stehen zu verschlüsselter Kommunikation, wir stehen zur Integrität informationstechnischer Systeme. Und wenn Sie sich die Debatten auf Bundesebene anschauen, dann sehen Sie auch, dass wir da die Bundesregierung für ihr doch schizophrenes Auftreten auch kritisiert haben in den letzten Wochen. Denn es ist ja so, auf der einen Seite nach den Snowden-Enthüllungen hieß es immer, ja, ja, verschlüsselt mal schön, liebe Bürgerinnen und Bürger, dann müssen wir, Bundesregierung, uns nicht kümmern. Da hat man auch noch ein paar wohlfeile Worte in diese sehr geduldige digitale Agenda reingeschrieben. Aber dann sehen wir doch jetzt in den letzten Wochen, dass Herr de Maizière wieder fordert, es müssten generell Hintertüren in Verschlüsselungssoftware eingebaut werden. Das zeigt, dass er weiterhin unwillens ist, die rechtsstaatlich notwendigen Konsequenzen zum Schutz der privaten Kommunikation und der digitalen Infrastrukturen zu ziehen. In dieser Hinsicht, lieber Kollege Lammler, haben Sie ja durchaus recht, kann ich mich der Kritik anschließen, was den Bund angeht. Aber ich will durchaus darauf hinweisen, dass wir hier ja auch über sehr konkrete Landespolitik miteinander eigentlich sprechen sollten. Und da haben wir, was das Land angeht, sowohl was den Verfassungsschutz als auch die Polizei angeht, in der keinerlei Eingriffs, keinerlei Ausweitung der Eingriffsbefugnisse vorgenommen, seit Rot-Grün regiert. Und das gehört erstmal zur Seriosität der Debatte dazu. Dann haben Sie bei Ihren konkreten Beschlusspunkten zwei konkrete Anliegen. Da muss man sagen, beim ersten, das ist im Prinzip schon erledigt, Beschluss des Landtags vom Juni 2014, der hieß Spione unerwünscht, Wissen über sichere E-Mail-Kommunikation verbreiten. Das war ein Antrag der Piratenfraktion, den wir damals, der Kollege Schwert noch, wir haben damals einen guten Beschluss gemeinsam hinbekommen. Das will man ja, das ist ja klar. Wir haben uns darin als Landtag auch zu Verschlüsselungstechnologien bekannt. Das gilt. Und in diesem Beschluss war es dann nicht alleine das Bekenntnis, sondern auch konkrete Aufforderungen im Rahmen der Förderung der Medienkompetenz auf ein breiteres Wissen über Verschlüsselung hinzuwirken. Der wichtigste Punkt, den haben wir allerdings jetzt auch schon aufs Gleis gesetzt, nämlich eine Möglichkeit zur verschlüsselten Kommunikation mit allen Landesbehörden. Das steht drin im Entwurf für ein E-Government-Gesetz, Paragraph 3 Absatz 1. Ich gehe davon aus, die Piratenfraktion wird diesem Gesetzentwurf begeistert zustimmen. Zum dritten Punkt des Antrags, die öffentliche Förderung von Verschlüsselungstechnologien, vielleicht noch einige kurze Bemerkungen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen hier eine Menge Spitzenforschung im Bereich IT-Sicherheit. Wir unterhalten uns an vielen Stellen richtigerweise darüber, wie kommt das dann auch an der Basis an, wie wird es von mehr Bürgerinnen und Bürgern genutzt, wie wird es auch gerade von Unternehmen hier im Land genutzt. Das ist ja ein beliebtes Thema, beispielsweise auch in der Enquete-Kommission zur Zukunft des Mittelstands. Und Sie kennen möglicherweise das Förderfeld IT-Sicherheit für die Wirtschaft im Rahmen der Leitmarktwettbewerbe. Kryptographie ist da ein zentrales Thema. Und insofern muss ich auch hier sagen, da kommen Sie zu spät. Wenn Sie auf einer konkreten Ebene Verbesserungsvorschläge haben, dann sind wir dagegen nicht immun. Aber das, was heute auf dem Tisch liegt, das ist einfach unkonkret, das ist Bekenntnisebene, das bringt uns in der konkreten Debatte nicht weiter. Und darum gibt es von uns keine freundliche Enthaltung, sondern eine nicht minder freundliche Ablehnung. Herzlichen Dank.